Hallo Leute, es ist wieder Wochenende und es geht weiter im Dorf Aurora mit Dust an Illusion Tale. Ja, ich wollte ja zuletzt hier im Dorf noch ein paar Leute hier ansprechen und da war der Part dann auch schon viel zu lang und das holen wir jetzt nach. Wir quatschen alle an. Why, hello there. I'm always thrilled to see a new face, even when it's all covered up like yours. Die sehen alle so komisch aus, so wie DuckTales oder so. Indeed. Well, my name is Dust and this is Fidget. Hiya! Don't mind Mr. Grumpy. He's not big on the whole eye contact thing. Fidget and Dust, eh? Not from around here, are you? Well, neither was I originally. But this is a nice little place, if you're not in a hurry. Ah, where are my manners? I'm Augustin, local strongman. Say, you want to arm wrestle? Some other time, perhaps. We're just passing through. Oh, that's a shame. Thought you looked like the arm wrestling type. Ja, mit dem Schwert vielleicht. You know, I heard what you did back there for Oneida. Great stuff. Maybe we can help each other out? Maybe. What did you have in mind? I have an old friend. A blacksmith. Lives way up at the top of Archer's Pass. I promised I'd deliver some materials to him way back when, but haven't been up that way in ages. Area's pretty dangerous these days, if you ask me. Maybe you could deliver them for me? Tell you what, if you help me out, I'll give you this blueprint. If you give it to him along with these spare materials, he'll set you on your way right quick. A blacksmith that can craft items from blueprints? I think I'll take you up on that, Augustin. Wow, that's great! I knew I could count on you! When you see him, just tell him that old Augustin says hello. Oh, Levelaufstieg. Toll, das freut mich. Mission hinzugefügt. Ja, Augustin hat dich gebeten, dass du an seiner Stelle einen Bauplan zum Schmied am Schützenpass bringst, da es am Pass in letzter Zeit ziemlich gefährlich zugeht. Okay. Ja, gut. Dann gehen wir mal erstmal weiter. Gucken mal, was es hier noch so gibt. Hier gibt es ja sehr viele Leute zum Anquatschen. Jess? Good morning. Is it though? I guess. He guesses. Wonderful. Well, perhaps you can guess that I really don't want to talk such drivel right now. Go, scurry off and leave me be. Okay, dann eben nicht. Ciao. Kann ich mit leben. Hier sind noch mehr Leute. Hello, I don't believe I've seen you before. Nö. We just came in from the west. Oh, so you're the one everyone is talking about. Ja, das bin ich. Everyone's talking? Of course, you're the one who saved Oneida. My name is Mosca, and I am at your service. If you need anything, just let me know. Oh, okay. Say, are you staying long? I don't know. Why do you ask? Well, if you ever find yourself heading east of the village, maybe you could let me know if the roads are safe? Ja, klar. Oh, they're far from safe. The town guards mentioned that monsters have been attacking all sides of the village. You're better off staying inside the walls for now. Well, see, here's my problem. I've been meaning to visit someone in Denham. It's a small village on the edge of Abadi's forest. Mm-hmm. I imagine this someone is pretty important to you? Well, yeah. See, it's about a girl. Mm-hmm. Well, surely she's worth the danger. Oh, she is! She definitely is. I want to make sure she's okay. With all these monsters around, there's been no word from Denham at all. Mosca, if my travels take me there, I'll let her know you're thinking about her. Oh, thank you so much! You're great! You're really, really great! Ja, total. Wir sind ein richtiger Frauenheld. So. Jetzt kann ich hier nach oben. Ich kann nach unten. Ich gehe erstmal nach unten. War hier nicht die Schatzkiste das letzte Mal? Genau, die hatten wir ja schon. Dann gehe ich jetzt mal nach oben. Hallo.
You're perfect. Tatsächlich. Thanks? Fidget immer. Not you. Listen, do you hear it? Can you hear its whispers locked within? Within the box. My box. Me? I don't hear anything. Well, of course you don't. My box has been lost. Somebody must have stolen it. Perhaps it was that Mosca fellow. He's always averting his gaze from me. Like he's hiding something. Probably his distaste for your nuttiness. I can hear its whispers coming from below. Down, deep down in the earth. If you're ever down there, please, you must find my box and return it at once. And whatever you do, do not open the box. Büchse der Pandora, oder was? Okay, Reed. If I find your box underground, I'll be sure to bring it back. Ja. Noch eine Quest. Ganz viele Dinge zu tun hier in Aurora. Oh, wer ist denn das? Hi there. Hallihallo. Well, hello. Oh, sie ist aber traurig. You're a quiet one. Dust matters. You'll have to excuse him. He's a bit worn out, saving the village and everything, you know. Yes, I heard something about that. Ah, yes. Well, good. Honestly, it doesn't matter. They'll just keep coming back. I... And there's nothing we can do about it. Excuse me. Na nu, was war das denn jetzt? Jo, ich weiß es nicht. I didn't introduce myself before. Aha. My name is Dust, and my companion here is Fidget. Hello again. Fidget, desinteressiert. Dust? Really? Ja. Is something wrong? No, I'm sorry. It's just an interesting name. I'm Ginger. Oh, and about those people you saved. Yes? Well, that was a noble thing to do. So thank you. Können wir da denn jetzt nicht weitergehen? Ich will jetzt einfach weitergehen. Auch wenn er sie bestimmt mag. She's a cheerful one. A bit of gratitude might have been nice. What kind of a bratty... Hey, ease off, Dust. She looked like she was pretty depressed. I don't know why I said that. I'm sorry, Fidget. I don't know what came over me just then. Na. Come on, let's keep moving. Das. Was geht in dir denn bloß gerade vor? So, wo sind wir denn jetzt? Jetzt gehen wir wahrscheinlich langsam raus hier. Oh, sieht aus wie ein Lebensmittelladen. Ah, our famed savior. I had hoped you'd come. Welcome to my humble shop. Hallo. Ja, da sind wir wieder hier mit unserem Einkaufskrimskrams. So, mein Vorrat, davon habe ich 2 Stück. Kosten 80 Dinger. Ich habe 1724 Gold. Ja, so wirklich viel einkaufen kann ich ja jetzt nicht gerade, ne? So. Damit soll es erstmal gewesen sein. You honor us with your patronage. Please tell your friends. Your rich ones. Tschüss. Alles klar, Levelaufstieg. Dann kann ich doch jetzt sicherlich auch wieder hier meinen Charakter leveln. Gesundheit, ich will natürlich auf Angriff einpacken und ich möchte auf Gesundheit einpacken. Obwohl, ich hätte auch hier mal einen reintun können. Nein, ich möchte das nicht bestätigen. Ich möchte mal auf Fidget eintun. Kannst du das wegnehmen? Genau. Einen auf Fidget mal bitte. Und Angriff lassen wir so. Und dann war es das, glaube ich, auch. So. Ja. So ist gut. Jetzt hat Fidget nämlich auch mal einen mehr. Bestimmt die Kraft von Fidgets Geschossen und des Staubsturms. Ja, das ist auch gut. Guti. Damit alles mal so ein bisschen angefangen wird, wenigstens. Wer ist denn er hier? Good day. I'm Mayor Bram.
So, you're the hero I've been hearing about. It's nothing, really. We're just passing through. No need to be modest, my friend. We can't thank you enough for your help. Things have been rough in Aurora of late, so having a true hero in our midst is really boosting morale. So, what's your name, son? Dust. My name is Dust. And some of the villagers I've met, they don't seem quite as pleased as you. Ah, are you talking about the Watchmen? You must understand, hardly a day goes by without some monstrosity attacking our peaceful village. They were simply being cautious. Take my word, I'm sure they meant no ill will. There was also this girl. Da gab es auch so ein Mädchen. Yes, that could only be Ginger. She can be a bit of a handful, but don't pass judgment on her like that. You have no idea what she's gone through this past year. She looked pretty upset about something. Don't concern yourself. We have other matters to discuss. Wie geheimnisvoll. What help could I possibly provide? A few giants in a field seem like the least of your problems. Yet again with the modesty. You're no mere travelers, that much I've gathered. Mineral merchants don't wield blades as impressive as yours, Dust. Please, we really could use the help. I don't know. I'm searching for something myself. Then perhaps we can help each other. If you help our village, I promise I'll do whatever I can to help you. But I can be of no assistance while our village is constantly attacked by these creatures. We suspect their leader is close by, and if you could... Whoa. Hold on a second. You're saying those mindless thugs have a leader? Until recently, they would attack us in small groups. Nothing we couldn't handle. Now, they coordinate attacks on a much larger scale, hitting the village on both sides, driving our forces apart. I assure you, whatever leads these things is experienced in warfare. What do they want? Our land, I imagine. Just a casual observation, but they don't seem the farming type. Well, whatever it is, it's become a serious problem. If you truly are as capable as I hear... You want us to find their leader? It certainly would cripple their advance. You'd be doing the entire village a great service. How about it, Dust? Well, I... You feel a conflict of emotions. This is good. I will abide by your decision, Master. I trust you to take the right path. Helping this village is the right thing to do. But it's more than that. It's almost like I know these people. Like I have to help them. Und schon fängt es an zu regnen. I think that strange feeling you've got is a little foreign concept called compassion. A fan of you, Dust. Of course, if you said no, I need to bite your face off. Charming as always, Fidget. I think you've made a wise decision. All right, Mayor Bram, you've convinced us. We'll do what we can to help stop these attacks. That's my boy. The Watchmen reported increased monster activity to the east of our village, so I imagine that's where you should go. But do be careful. Strong as you may be, I've seen many fine warriors lose their lives to these monstrosities. I understand, Mayor. I'll be careful, and I'll be back. Yay! Neue Quest. Wir werden den Anführer killen, sobald wir ihn treffen. Ja, erstmal laufen wir wieder weiter. Mal gucken, was hier noch kommt. Ach, da ist ja schon wieder noch jemand. Hier wird aber auch echt viel gequatscht im Moment. Hey, you're the outsider. Genau, der bin ich. Yeah, that's me. That's great! So you must know your way around out there. Maybe you could do me a favor. Depends on the favor. What is it you need? Well, allow me to introduce myself. My name is Vale, and I'm in charge of keeping our guards well equipped. Oh, so their poor equipment is pretty much your fault. In so many words, yes. It's not like I enjoy giving them subpar equipment. If I had better materials, I could make better gear. Tell you what, if you could bring me 5 imp hides, I would gladly buy them off you for more than the shop will offer. I'll keep my eyes open. Much appreciated. I'll be waiting right here.
Also noch eine neue Quest oder... So, besser als gar nichts. Fell möchte den Panzer verbessern, den die Stadtwache trägt. Bringe ihm 5 Kobold heute um ihn. Ja, okay, also die stehen jetzt hier alle. Geht die Hauptquest dann automatisch weiter? Der Bürgermeister von Neuer, ja. Okay, das ist also die Hauptquest mit dem Anführer und alles andere machen wir dann so nebenbei, wenn wir es denn dann schaffen. So, dann laufen wir endlich mal. Oh, was ist jetzt? Der Bürgermeister von Aurora hat dich gebeten, nach Osten in den Wald von Abades zu reisen, um den Anführer der Monster zu finden, die das Dorf angreifen. Richtig. Aber ich kann jetzt auch dahin oder dahin. Das ist die Lichtung, das ist schön. Dann haben wir jetzt so eine nette Karte hier. Muss mal gerade ein bisschen auf dem Ohr leiser drehen, ist gerade ein bisschen laut die Musik. So, was ist denn der Schützenpass? Ach, gehen wir erstmal dann. Folgen wir mal der Hauptquest, vielleicht lösen sich die anderen Dinge dann ja auch von alleine. Yippie, wir können endlich speichern. Na klar will ich das. Das letzte Mal habe ich nämlich keinen Speicherpunkt gefunden. Hat er jetzt gespeichert? Oder hat er nicht? Ja. Ich hoffe ja. Wald von Abades. Ja, genau. Okay, dann hat er ja gespeichert. Super. Oh. Euch mache ich fertig. Oh, die Musik ist auch echt toll hier. Obwohl die Gegner und so... Es ist ja so... Es geht ja von der Seite das Spiel. Wisst ihr, seht ihr. Es ist trotzdem spannend. What? That isn't you? Hey, I don't make that much noise. Wait, you're right. Look out! We've got company! Uh-oh. Kann ich jetzt nicht meinen Wirbelsturm machen? Das war noch einer. Und noch einer. Waren das jetzt alle? Nein. Kommen schon wieder die nächsten. Sehr schön, wir kommen ganz gut voran. Gut, gehen wir durch. Da ist eine Schatzkiste irgendwo. Sehr schön. Was war denn jetzt da oben? So eine Viecher. Nein, die Kette ist zerbrochen. Boah, wie weit er auch nach oben geht. Noch mehr? Oh. Gut, gehen wir mal nach unten. Vielleicht finden wir ja hier diesen Freund, Freundin von dem Typen. Das wäre ja gut. Das ist auf jeden Fall eine Schatzkiste, die Fidget schon angezeigt hat. Kann ich sie öffnen? Ach, ich habe keinen Schlüssel. Schade, schade. Aber vielleicht finden wir den ja noch irgendwie unterwegs. Ist natürlich blöd. Jetzt haben wir hier die ganzen Gegner besiegt, die bestimmt nachher wieder alle kommen, wenn ich jemals nochmal zur Schatzkiste gehen sollte. Was ein bisschen nervig ist.
Hoffentlich kommen die nicht wieder. Okay, die sind wenigstens nicht wiedergekommen. Bam. Okay. Da ist so ein Zelt. Ach, da ist wieder so ein Laden. I am here to serve. Hi, wir kennen uns schon. Jetzt könnte ich hier einen Fruchthappen nehmen. Your transaction is most appreciated. Will ich aber gerade gar nicht. Es sei denn, wir haben... Ja, wie ist eigentlich unsere Gesundheit? Oh, die sieht ja auch nicht gut aus, sehe ich gerade. Materialien bräuchte er vielleicht auch wieder neue? Ich weiß es nicht. Wir haben ja gar nichts. Wieso haben wir so wenig? Nee, wir haben doch noch mehr. Ich wollte gerade sagen. Ist das mal? Wie geht denn das nochmal? Genau so. Und den. Ja, damit wir so ein bisschen wieder drüber sind. Ach so, und dann wollte ich wissen, ob... Ach, der hat ja auch einen gefährlichen Ort hier, wo er sein Zelt aufgeschlagen hat. Aber wir haben ja auch noch Materialien. Wie geht denn das jetzt nochmal? Und überhaupt, wir hatten ja auch Rüstung gekauft. Haben wir die denn jetzt automatisch auch an? Müsste ich auch nochmal überprüfen. Mache ich sonst gleich, wenn der Part sowieso jetzt demnächst endet. Mache ich das mal offline und guck mal so mich um. So, wie sieht denn das jetzt aus hiermit? Das sind doch seine. In den Verkaufsmodus wechseln will ich nämlich mal eigentlich. Ach, egal. Egal, okay. Ich mach das sonst offline nochmal. Weil er wollte doch immer Sachen haben. So. Nein, ich bin runtergefallen. Shit. Aber wenigstens nicht gestorben. Sozusagen. So, hopp, hopp. Und das Ganze nochmal. So, das haben wir auch erledigt. Nein, jetzt bin ich wieder zurückgegangen. Jetzt kommt er wieder nochmal. Ja, komm. Stirb. So. Hier komme ich nicht weiter. Da hinten ist der Schlüssel, den wir bräuchten. Ach, da ist wieder so eine... Komm her. Hallo. Komm hierher. Nee? War das nicht richtig? Ach so. Ah, vielleicht muss ich mich auch erstmal um die hier kümmern. Ihr wollt ja alle noch einen auf die Glocke haben. Wie immer. Komm mal mit. Explodier da. Warum funktioniert das nicht? Weil das die falsche Stelle ist. Ja. Okay. Noch so ein Ding. Oh, wo kommen die denn auf einmal alle her? Huch. Hallo. Mist, das war so klar, dass mir das hier in der Enge passiert.
Ich muss aber auch gestehen, das ist immer noch nicht so ganz real. Ja, ganz ehrlich, was mache ich jetzt damit? Ich explodiere mit. Passiert mir eigentlich was? Nö, wie es aussieht, passiert mir nichts. Aber weiß auch nicht. Dann gehen wir nochmal runter. Huch, oh, 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 oh. Okay, hier war ich noch nicht. Gut, gehen wir nach ganz unten. Wieder so ein merkwürdiger Ort. Und ein Ort zum Speichern. Das ist ja ideal hier gerade. Dann kann ich ja hier speichern und den Part beenden, würde ich sagen. Ja, viel Gekämpfe. Mal gucken, wann wir da ankommen zu dem Anführer und den platt machen. Wir sehen uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Reinschauen und schönen Samstag noch. Bis dann.